Oh, ihr seid ja schon da. Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Ich habe etwas zur Verfügung gestellt bekommen, von dem ich sehr gespannt bin, wie das funktioniert. Und zwar ist es eine 4K Capture Card aus China-Land, was nicht unbedingt was bedeuten muss. Ne? Verpackung sehr schlicht gehalten, HDMI, logisch, Fighting for Dream. Da steht dann sowas wie OZQ4, OZQ5 und so weiter und so fort. Was steht hier? Es ist hell. Es ist nicht angekreuzt, welche jetzt hier drin ist tatsächlich. Ansonsten neutrale Verpackung. Wir machen das Ding mal auf. Ich nutze ja im Moment die von Avamedia. Die ist eine Ecke größer, aber auch eine Ecke älter. So, was haben wir hier im Lieferumfang? Wir haben ein USB-Kabel, ein USB 3.0-Kabel. Wir haben ein USB, was ist denn das? Mini-USB, glaube ich. Ich gucke da nicht so durch, was ist. Dann haben wir zum Auffüllen Papier, Pappe. Dann haben wir ein HDMI-Kabel. Das werden wir nicht brauchen, weil da haben wir selber zwei Stück. Ja, und wir haben letztendlich noch eine Bedienungsanleitung. Benutzerhandbuch. Genau, da gucken wir mal. HDMI-Spielaufnahmegerät nennen wir das. Also eine Capture-Card. Gibt es in Silber und in Schwarz. Sicherheitshinweise, Bedienelemente, Funktion, weitere Anforderungen. Computer, Intel Core i5 wird mindestens gebraucht. Laptop mit Intel Core i7. Also alles nichts Besonderes. USB 3.0 natürlich, ganz klar, sonst geht es nicht. Aber das ist bei der Avamedia auch nicht anders. Oh, ich habe Besuch. Ja, damit können wir das Ganze dann aufzeichnen. Und zwar soll das eine 4K-Karte sein, die zwar 4K aufnehmen kann, aber das Ganze letztendlich runtersetzt auf HDMI. Warum das so ist und die nicht 4K durchleitet, weiß ich nicht. Wir werden das Ding auch eingehend testen. Ich werde die hier mal anschließen und schauen, wie die sich im Gameplay verhält. Da kommt ein Flugzeug rein, ich habe Balkontür offen. Bleibt doch auch 4K. Ich muss mir das noch mal genauer durchgucken. Bleibt 4K. Gut, hier steht jetzt nicht so viel drin. Ich schaue mir das bei Amazon noch mal durch. Da gibt es das Ding nämlich. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Relativ klein. Gebürstetes, schwarz eloxiertes Aluminium. Definitiv, das ist kein Plastik. Hier ist natürlich Kunststoff. Hier haben wir die beiden HDMI-Eingänge, also einmal Eingang, einmal Ausgang, beziehungsweise zum Durchschleifen. Und hier geht es dann weiter zum PC, so wie das bei der Avamedia jetzt auch schon der Fall ist. Anschluss für Kopfhörer und Mikrofon extern ist bei der Avamedia auch nicht anders. Nur, dass dieses Ding hier bedeutend kleiner ist natürlich. Made in China. Aber wie gesagt, also gefällt mir soweit gut. Ich bin sehr gespannt, was diese Karte kann. Das werden wir dann in-game austesten. Wozu hast du eigentlich? Was ist das denn für ein Kabel? Das ist definitiv USB, aber wozu wirst du gebraucht? Live-Anmeldung. Ach so! Okay, ich kann, das ist ein Anschlusskabel, ich kann damit anscheinend vom Handy aus auch streamen, wenn ich das will. Ansonsten ist mir das alles soweit schon klar. Von dem kommt es rein, da geht es raus aus dem Monitor, jawohl, perfekt. Genauso wie ich das haben will. Ich werde es ausprobieren. Und wir werden es dann sehen und das Ergebnis nach einem kurzen Cut.
So, nach einem kurzen Stopp sind wir wieder da. Jetzt haben wir die Capture Card mal eingebunden ins System. Der Bildschirm im Hintergrund sieht ein bisschen scheiße aus. Das liegt einfach daran, das Ding hat eine miserable Auflösung. Ich müsste da eigentlich mal irgendwas Neues machen. Aber was soll's. So, wir starten mal einmal den Eurotruck Simulator und gucken uns das Ganze mal an. So, den haben wir sogar noch offen. Na, guck mal an. Das Bild ist also gestochen scharf. Ich mache gleich vielleicht auch mal eine Vergleichsaufnahme zwischen, das habe ich auch schon gemacht, vom Bildschirm abgefilmt, abgefotografiert. Vergleichsaufnahme zwischen der Avamedia, die offensichtlich auch einen Fehler hat irgendwie, was den Sound angeht, weil der teilweise ziemlich knattert. Man muss das also wirklich mal sehen. Und man kann also auf dem Bildschirm schon erkennen, dass diese Karte wesentlich, wesentlich schärfer ist tatsächlich. Auch wenn es ein China-Produkt ist. Also nicht immer auf die Chinetskier schimpfen, ne? So, ich habe mir jetzt einfach mal was hier aus dem... Da funktionieren die ganzen Dinger nicht. Meine Güte, das ist aber auch hier. Hier einfach mal was aus dem Eurotruck-Simulator rausgeladen. Wir fahren mal eine Runde. Also auch auf dem Spielemonitor gestochen scharf. Einziges Manko an dieser Karte, das USB 3.0 Kabel könnte länger sein. Lass mich durch, du Schlumpf. Danke. Wir stehen so und lassen uns nicht durch. Müssen wir einen Umweg fahren. Hilft alles nichts. So, man sieht das Ganze schon. Soundtechnisch muss ich jetzt mal sehen, inwiefern das alles hinhaut. Ich mogel mich mal einfach hier zwischendurch. Ja, yeah, das passt. So, ich hab's eilig. Entschuldigung. So. Ja, mein linkes Ohr sitzt immer noch zu. Aber ich habe das Gefühl, da eine Schwellung drin ist, die so langsam nachlässt und das sich so nach und nach wieder öffnet. Ich muss das nachher mal mit dem Kopfhörer ausprobieren. Ja, ich muss sagen, die Avamedia, gut, das ist eine normale HD-Karte. Dies ist jetzt eine 4K-Karte. Das auch in 4K aufnimmt mit 60 FPS. Und 4K konnte die Avamedia halt nicht. So, mal schauen. Also ich muss sagen, für den Preis bin ich mit dem Ding echt zufrieden. Muss nur sehen, dass ich ein längeres USB 3.0 Kabel bekomme. Wenn das mit dieser Karte hinhaut, werde ich sie drin lassen. Auf jeden Fall natürlich. Was ich immer nice finden würde bei diesen Karten, wenn man die extern mit Strom versorgen könnte. Dann muss A, der Streaming- oder Aufnahmerechner nicht ständig an sein. Und die Karte hat trotzdem ihren Saft. Ja. So weit, so gut, hängt jetzt irgendwo unter meinem Tisch. Wir hauen mal hier die Feststellbremse rein. Gehen hier mal raus aus dem Game und starten mal eben den Landwirtschaftssimulator. So, und gucken uns das Ganze da auch mal an. Gut, ihr seht jetzt natürlich nicht, ich hänge das mal ein bisschen höher hier, ihr seht jetzt natürlich nicht, wie das auf dem Bildschirm aussieht. Wie gesagt, da mache ich euch mal ein Foto, Vergleich zwischen den beiden. Multiplayer, Spiel beitreten, weiter, Nikola Reiter mit ihrem Pferdehof. Pferd haben wir übrigens immer noch nicht gekauft. Eigener Server steht, ja, 3 Meter neben mir, läuft. Wir haben mittlerweile über 1000 Stunden auf der Karte, wobei in letzter Zeit wenig gespielt wurde.
ich aber vor, ich sag jetzt mal 2 Tagen, die Karte mächtig vergewaltigt habe. Sagen wir mal so. Ne? Sagen wir es einfach mal so. So, dauert einen Moment. Ja gut, ich sag mal so, die Avamedia war in dem Sinne keine schlechte Karte. Sie war halt damals dem Stand der Zeit angepasst. Mittlerweile gibt es die nicht mehr, es gibt neuere Karten. Da sollte man sich mal was Neues zulegen. Ja, und da hat man natürlich das Angebot, wirklich mal diese Karte für einen kleinen Taler zu testen, echt mal angenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Chinesen können auch was. Made in China. Ich lasse euch den Link für das Produkt unten in der Videobeschreibung da. Und ganz ehrlich, ich habe erste Lieferung ist nicht angekommen, die liegt jetzt irgendwo in irgendeiner Packstation rum. Geht in den nächsten Tagen wieder zurück. Die zweite Lieferung 10 € günstiger, knappe 90 Euro. Kann man für eine Capture-Card nicht meckern und sie macht, was sie machen soll. Also definitiv top. Und wenn das mit dem Sound jetzt auch noch hinhaut, ne? Das ist ja, jetzt aber richtig, richtig gut. Ja, hier ist natürlich immer noch stockduster. Das regnet. Auch hier auf dem Hauptmonitor, was ihr nicht sehen könnt, wesentlich klareres Bild. Ich will jetzt die Avamedia um gar keinen Fall schlecht machen, um Gottes Willen. Definitiv nicht. Aber das hier ist schon ein anderer Stand der Technik. Einzige Nachteil ist vielleicht Plug and Play. Das Ding klemmst du an und dann bist du fertig. Mehr machst du nicht. Da werden keine Sondertreiber installiert oder sowas. Früher Sommer, 4:58 Uhr. Und wieder ein schöner, verregneter deutscher Sommer. So, meine Kasse kommt gerade hinter irgendeinem Loch weg. Schade, man sieht mein schönes T-Shirt gar nicht hier, was ich hier selber. Ich stelle mich mal hin hier. Guck mal, ja, selber kredenzt hier. Ja. So, ein paar Tage noch. Ja, auch hier kein Flimmern, nix, alles gut. Die Melasse muss noch rein. Da steht auch noch Melasse rum. Das ist für die Ballenpresse. Noch mehr Melasse. Alter Schwede, wegen dem ganzen Zeug. Ja, jetzt immer Mrs. Wetshirt hier, ne? Genau, vernünftigen Schneidwerkswagen muss ich mir noch besorgen für das 100er Dingens hier, ne? Weil der Sausack wandert. Den fahre ich jeden Tag hier hin und am nächsten Tag steht er wieder her. Auch hier gestochen, scharf alles auf dem Hauptbildschirm. Ich denke mal, die Aufnahme wird auch entsprechend sein. Und dann gucken wir mal. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit dem Test soweit. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut ab und zu mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich unterwegs. Und ansonsten soll es das an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wie gesagt, Link zu diesem Produkt unten in der Videobeschreibung. Ich muss mal in die Kamera gucken. Katzen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.